Noch am 31. Dezember unterzeichnete US-Präsident Obama den National Defense Authorization Act. Als Teil des Gesetzes ist jetzt die Inhaftierung von US-Bürgern durch das Militär ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit möglich, wenn sie ein Mitglied oder ein Unterstützer von Gruppierungen sind, die sich mit den USA oder ihren Verbündeten im Krieg befinden. Während die Medien hierzulande Obama als Opfer der Republikaner darzustellen versuchen, die ihn zur Unterzeichnung gezwungen hätten, ist doch bereits seit Wochen bekannt, dass in der ursprünglichen Fassung des Streitkräfteausschusses des Senats US-Bürger und gemeldete Einwohner von dieser Klausel explizit ausgenommen waren. Die Obama-Administration hatte jedoch darauf bestanden, diese Ausnahme zu streichen. Am Tag der Unterzeichnung hat der Direktor der US-Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union, Anthony Romero, eine Erklärung abgegeben. Darin heißt es unter anderem: Das Gesetz ist besonders gefährlich, weil es keine zeitliche oder geografische Limitierung hat. So können dieser und zukünftige Präsidenten Personen weit ab von Schlachtfeldern in Militärgewahrsam nehmen lassen. Die ACLU wird diese Maßnahme durch Gerichtsverfahren im Kongress und international bekämpfen. Romero sagte weiter, man sei extrem enttäuscht über Präsident Obama. Jedwede Hoffnung, die Obama-Administration würde die konstitutionellen Exzesse der Bush-Regierung im Krieg gegen den Terror zurückfahren, ist heute ausgelöscht worden. Das Gesetz verstärkt ebenfalls die wirtschaftliche Kriegsführung gegenüber Iran in Form von Sanktionen. Nicht nur Finanzboykott gegen das iranische Bankensystem, sondern gegen jede Bank oder andere Finanzinstitute, die mit iranischen Banken oder Unternehmen Geschäfte führen. Das richtet sich also vor allem gegen Russland und China. In diesem Zusammenhang ist die Offenlegung dieser gefährlichen Zuspitzung von mehr und mehr Kreisen aus den USA sehr wichtig. Der ehemalige CIA-Offizier und Historiker Philip Giraldi warnte unter anderem am 29. Dezember in einer Kolumne, dass es zum Jahreswechsel leider schwer sei zu behaupten, Washington sei 2011 sehr viel anders als Weimar und Berlin 1933. Am 29. Dezember veröffentlichte die Washington Post einen Artikel des ehemaligen CIA-Analysten Paul Pillar, der unter anderem vor Kreisen warnt, die gar nicht wünschen, dass die Sanktionen gegen Iran Erfolg haben, sondern sie eher als notwendigen Vorwand für Krieg betrachten. Die Vereinigten Staaten haben es Iran fast unmöglich gemacht, irgendwelchen ihrer Forderungen zuzustimmen. Mögliche Absprachen, die beiden Seiten ein Minimum von Versicherungen bieten würden, könnten verhandelt werden. Aber sie bleiben unerschlossen, weil die Vereinigten Staaten jegliche Verhandlungen abgebrochen haben und ihre Iran-Politik allein auf Druck und Sanktionen setzt. Einen Tag später erschien ein Artikel zweier ehemaliger US-Botschafter, Thomas Pickering und William Lewis, in dem sie betonen, die Geschichte zeige, dass Einsatz und Diplomatie sich bezahlt machten, im Gegensatz zu Kriegsdrohungen. Militäreinsatz kann eine kurzfristige Illusion von Erfolg erzeugen, resultiert jedoch stets in unvorhersehbaren Folgen und Kollateralschäden, die das Erreichen von Amerikas Hauptzielen komplizierter macht. Der strategische Einsatz von Diplomatie, während man gleichzeitig etwas Druck auf Iran beibehält, würde Teherans Drang, eine Bombe zu bauen, senken und die Konfliktgefahr reduzieren. Gerade um Diplomatie sind China und Russland seit vielen Wochen bemüht. Der russische UN-Botschafter Vitali Churkin sagte vor kurzem gegenüber Reportern, Krieg zwischen Iran und den westlichen Nationen sei die größte Gefahr, der die Welt im Jahr 2012 gegenüberstehe. Und dass Russland diplomatische Wege suche, diesen Krieg zu vermeiden. In einem Interview mit Russia Today bestand er auf der Möglichkeit einer friedlichen Lösung. Er stellte klar, dass Moskau auf keinen Fall die Haltung akzeptiert, der beste Weg, einen Krieg zu verhindern, sei, einen Krieg zu beginnen. Er betonte auch, Russland befände sich in Gesprächen mit der syrischen Regierung,
und der Opposition und verurteile die gewalttätigen Extremisten, die in Syrien Gewalt provozieren und nicht mit der Assad-Regierung verhandelten. Es muss eine diplomatische Lösung geben. Aber da wir es hier mit der Desintegration des gesamten Wirtschafts- und Finanzsystems zu tun haben, muss folglich weit mehr in Gang gesetzt werden. Das Trennbankensystem ist der erste Schritt, der jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden muss. Die Mobilisierung unserer Freunde in Frankreich hat ein großes Echo gefunden. Am 23. Dezember veröffentlichte eine Gruppe prominenter Ökonomen aus allen politischen Spektren Frankreichs in der französischen Tageszeitung Le Monde einen Aufruf zur koordinierten Loslösung vom Euro. Darin heißt es unter anderem: Unter diesen Umständen kann das Festhalten der Regierungen an dem erzwungenen Marsch in die Euro-Sackgasse nur zu einer allgemeinen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation in Europa führen. Um dieses Desaster zu vermeiden, schlagen die Unterzeichner dieses Textes eine europaweite Koordinierung für die notwendige Abschaffung des Euro vor. Sie gehen dann auf 6 Schritte zur Durchführung ein. Unter anderem die Rückkehr zu souveränen Währungen, die Festsetzung fester Wechselkurse und Bankenfeiertage, in denen geprüft werden soll, welchen Instituten Hilfe gewährt wird und welche nicht weiter operieren dürfen. Weiter heißt es: Wir glauben nicht, dass es zukünftig möglich sein wird, den Problemen weiter aus dem Weg zu gehen, die durch die Euro-Krise verschleiert wurden. Insbesondere die Explosion privater Geldschöpfung und das globale Abdriften der Bankensysteme infolge der Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes. Selbst eine der Wirtschaftsweisen, Beatrice Veda Di Mauro, gab im Interview mit dem Daily Telegraph am 30. Dezember zu, der Euro-Kollaps wäre zwar schlecht für alle Beteiligten, sei aber nicht auszuschließen. Sie übte scharfe Kritik am kollektiven Versagen der europäischen politischen Führung im Umgang mit der Krise. Es scheint fast, als ob man Frau Merkel schon wieder die falsche Neujahrsrede hat vortragen lassen. Anders lässt sich die Märchenstunde der Kanzlerin nicht nachvollziehen. Wenn Sie sich als mündiger Bürger verstehen, der die Wahrheit nicht nur ertragen kann, sondern sich eine Politik wünscht, die auf wahren Prinzipien gründet, sehen Sie sich die Neujahrsrede von Helga Zeppler-Rusch an. Vergleichen Sie sie mit der Rede von Frau Merkel. Und wenn Sie zu demselben Schluss kommen wie wir, dann helfen Sie uns bei unserer Mobilisierung und verbreiten Sie Frau Zeppler-Ruschs Rede als Flugblatt. Es ist die Rede, die ein Vertreter des Gemeinwohls halten sollte. Wir verabschieden uns mit einem kurzen Ausschnitt. Die Regierung muss durch den Austritt aus dem Euro und den EU-Verträgen die Souveränität über die eigene Währung und Wirtschaftspolitik wiedererlangen. Und dann sofort über die Bundesbank als Nationalbank oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau ausreichend Kredite in D-Mark an Industrie, Landwirtschaft und Handel sowie an staatliche Verpflichtungen wie Renten, Gesundheitswesen und so weiter zur Verfügung stellen. Produktive Firmen, landwirtschaftliche Betriebe, Investitionen in die Steigerung der Produktivität der Realwirtschaft, die Bereiche müssen alle mit ausreichenden D-Mark-Krediten versorgt werden. Alles Bereiche, in die man auch investieren würde, wenn es der Wirtschaft gut ginge. Nur so können wir produktive Vollbeschäftigung wiedererlangen. Wir müssen also nur dasselbe machen, was wir nach 1945 beim Wiederaufbau gemacht haben und so sehr schnell das deutsche Wirtschaftswunder geschaffen haben. Und genau das können wir mit der gleichen Politik heute wieder machen.